Freddy Roman, Komiker und stirbt mit 85. Freddy Roman ist tot. Der US-amerikanische Komiker und Schauspieler starb am Samstag, den 26. November 2022 in Florida an einem Herzinfarkt. Dies bestätigte seine Tochter gegenüber US-Medien. Der unter dem Namen Fred Kirschenbaum geborene Stand-up-Comedian wuchs in Queens, New York, auf. Schon mit 15 Jahren trat er in dem Hotel seines Großvaters in den Catskill Mountains auf. Danach gelte er als Komiker durch die Hotels der Gegend, die auch als Borscht Belt bekannt ist. Da sie bei New Yorker Juden russischer Herkunft beliebt ist. Später trat er in den großen Hotels von Las Vegas und Atlantic City auf. Als Vorsitzender des New Yorker Friars Club förderte er Comedy-Talente. Eine Spezialität von Freddy Roman war der Roast, das Grillen von bekannten Komikern und Prominenten durch ihre Kollegen. Auf Comedy Central war er bei Roasts für unter anderem Chevy Chase, 79, Jerry Stiller, 1927 bis 2020, oder Hugh Hefner, 1926 bis 2017, zu sehen. Gelegentlich trat Roman auch als Schauspieler auf. So spielte er 2006 in der Komödie The Last Laugh mit Chevy Chase und Richard Dreyfuss und war Gast in der Krimiserie Criminal Intent, Verbrechen im Visier. Eine wiederkehrende Rolle hatte er in der Comedy-Serie Red Oaks, die auch in Deutschland über Amazon Prime Video zu sehen war.